Hallo zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Zombie. In unserer letzten Folge haben wir den Supermarkt besucht, haben natürlich wieder ordentlich die Zombies den Kopf abgeschlagen. Am Schluss mussten wir ziemlich zügig wegrennen, weil es kam eine ordentliche Horde auf uns zu. Da hätten wir, glaube ich, keine Chance gehabt, die niederzumetzeln, weil es kamen immer wieder welche. Und jetzt sind wir wieder im Safehouse zurück, aus dem Supermarkt geflüchtet. Und müssen jetzt hier die Kiste öffnen, um weitere Missionsziele oder Hinweise zu bekommen. Darin kannst du Waffen, Munition und Vorräte aufbewahren. Draußen kannst du nicht alles mit dir rumschleppen, aber ein gut gefülltes Lager hält dir alle Möglichkeiten offen. Also, immer rein damit. Okay, das ist noch kein Missionsziel, das sind nur noch ein paar Hinweise, bisschen Tutorial hier. Alles klar, was können wir denn hier lassen? Ich würde sagen, wir lassen die Leuchtrakete da. Wir lassen die Munition da. Ich glaube, den Rest würde ich behalten. Der Rucksack ist noch ziemlich klein. Ich hoffe, dass wir den noch etwas erweitern können im Laufe des Spiels. Okay. Können wir schon irgendwas zu uns nehmen? Ich glaube, ich würde sagen, wir nehmen... Wir trinken mal ein bisschen Sprudelwasser. Es hat nicht viel gebracht, aber immerhin etwas. Okay, alles klar. Okay, was müssen wir denn als nächstes machen? Alles klar, dann muss ich wieder... Ne, muss ich nicht. Hier muss ich hin, genau. Scheiße, gerade rechtzeitig. Da rückt eine Horde an. Achte auf das Radar! Okay. Nochmal. Okay, ich glaube, wir müssen wieder zurück. Keycard erforderlich. Wieso deine Keycard erforderlich? Okay, da drinnen sind sie. Okay, da vorne an der Tür ist einer. Machen wir mal. Komm mal raus hier, Kollege. Jetzt leg dich doch endlich hin. Wo ist der zweite? Da ist der zweite. Bleib schön liegen, Kollege. Alles klar, du willst auch noch was? Hier kriegst du was. Bleib doch liegen endlich. Mach da einen halben Purzelbaum hier über den Tresen. Und wo wartet der nächste? Hier rechts. Dann komm mal schön, ich warte schon auf dich. Und zack. Schön den Kopf abgemetzelt. Eigentlich wollte ich dich noch plündern. Junge, du brauchst nicht winseln. Wir hauen sie alle um. Ja, dann komm, 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 ich warte. Zack. Der nächste. Ja, dann komm. Wo muss ich denn eigentlich hin? Ja, wo ist er denn? Ja, dann komm, ich warte schon auf dich. Und zack. Das wird Ihnen eine Lehre sein. Hoffe ich. Dass da noch viel Verstand wäre, aber Sie haben Jagdinstinkte wie Tiere. Und als solche sollte man sie behandeln. Nicht als Nachbarn, Freunde oder Verwandte. Sie sind tot und das, was ihre Gesichter trägt, ist nicht menschlich. Hier. Ah, von oben kommen sie auch. Ist natürlich auch nicht schlecht. Da steht ja immer noch.
Jetzt leg dich hin. Da kommt ja der nächste schon. Wie viele wollen da jetzt denn noch kommen? Ja, dann komm, Kollege. Ja, komm, probier's nochmal. Gut gemacht. Aber es sind schon ein paar durch. Du musst sie erledigen. Na gut, dann warten wir auf die Kollegen hier. Na also, Nummer 1. Nummer 2 kommt gleich durch die Tür. Guten Tag. Und tschüss. Und noch einer. Ja, ich warte schon. Zum Ausholen. Zack. Ach, jetzt bleib doch endlich liegen. Und den Gnadenstoß. Ah, jetzt aber. Das war's, die Luft ist rein. Mach eine Pause. Du hast sie dir verdient. Okay, der hat ein bisschen Munition dabei gehabt. Leg dich hin. Hat nichts. Ein Nickerchen wird dich wieder auf die Beine bringen. Wir sollten mal ein Auge auf den Buckingham Palace werfen. Vielleicht kommst du sogar rein, während die mit den Infizierten beschäftigt sind. Du musst rein in den Buckingham Palace. Nur so kommen wir an bessere Waffen und Vorräte. Selbst wenn es von Pestbeulen wimmelt. Okay, Missionsanweisungen. Wo müssen wir dann jetzt lang? Können wir jetzt hier durch? Ja, wir können hier durch. Müssen wir aber anders laufen? Ich guck mal, ob wir da vielleicht durchkommen. Die Tür machen wir schön zu, damit da keiner durchkommt. Aha, okay, wir müssen da durch. Keiner da. Keycard haben wir schon mal eingepackt. Gab's da noch irgendwas? Bretter gab's. Okay, ich glaube, da müssen wir wieder hier lang. Da müssen wir da unten durch diesmal. Da haben wir schon ein paar Zombies letztes Mal gesichtet. Okay, aber da gab es, glaube ich, ein paar mehr letztes Mal. Würde ich sagen, holen wir uns hier den ersten Kollegen erstmal. Oh, da sind ja zwei. Der erste kommt schon mal. Schön den Kopf abgesäbelt. Dann holen wir uns hier den zweiten Kollegen. Ah.
Also geht doch. Noch irgendjemand? Nein. Ah, die Latte. Ratte hat noch Latte. Die Ratte hat noch Glück gehabt. Können wir hier irgendwas mitnehmen? Wo müssen wir denn eigentlich hin? Können wir hier rein? Verschlossen. Glaubt die Ratten, die wo da aufblinken. Jawohl. Können wir hier irgendwas mitnehmen? Nee, können wir nicht. Können wir hier durch? Nein, können wir auch nicht. Alles klar, dann würde ich sagen, gehen wir da runter. Angezeigt. Okay, da können wir aber nicht durch. Ich glaube, da müssen wir hier durch. Alles wäre anders gekommen, hätte man auf John Dee gehört. Aber als er sah, was uns bevorsteht, war Elizabeth bereits tot. Und Jakob der Erste hatte nichts übrig für Propheten und Alchemisten. Er war so von schwarzer Magie besessen, dass er ein Buch über Dämonologie schrieb und Hexenjäger durchs Land schickte, um Hexen und Zauberer zu verbrennen. Die musste sich verstecken. Ach, diese Narren. Na, dann gucken wir mal, was hinter dieser Mauer ist. Alles klar. Können wir hier durch? Nee, können wir nicht. Oh. Und unsere dritte Zeitung? Kann man hier noch was mitnehmen? Nee, können wir auch nicht. Irgendwelche Zombies in der Nähe? Natürlich nicht. Hier irgendwas? Eine nette alte Omi. Die war wahrscheinlich mal nett. Aber jetzt nicht mehr. Hier irgendwas noch? Gibt's hier irgendwas? Nein. Okay. Da können wir auch nicht durch. Alles klar. Keine Zombies hier. Aber es ist irgendwie relativ wenig, was zu plündern hier. Egal, wo wir reinschauen, es ist nichts da. Da kommen wir dann wieder raus. Ich würde sagen, hier ist die Folge erstmal vorbei. Und wenn euch das Projekt gefällt und euch das Video gefallen hat, bewertet es, liked es, schreibt was in die Kommentare und wir sehen uns in der nächsten Folge.